here we go now. Batman, scoop on the mic. Mix in the mix on the real steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Papa, wie ein Schweinchen. Papa? Also nicht, was der tut. Der macht doch die Soße aus. Soße! Soße, it's the birthday, it's the birthday. Und die Mama tut auch irgendwas. Im Kühlschrank drin. In der Kühlschrank. Fisch. Interessiert das gar nicht, gell? Doch, ich weiß es genau. Ich. Ich habe Schulen. Eva! Na bum. Birthday, liebe Genie! Wie viele Kinder soll ich kriegen? Zwei. Vier, habe ich schon gedacht. Vier bist du, okay. Sag immer, was ist die Grenze? In einem weit entfernten Land, im grünen Herzen Österreichs, gab es einen Prinzen, Prinz Leopold. Dieser Prinz war mit einer wunderschönen Prinzessin, Prinzessin Cinderella, zusammen. Doch eines Tages wurde Cinderella entführt von einem bösen, furchtbaren Ungeheuer aus den Untiefen des grünen Herzen Österreichs. Wer bist du? Ich bin Olga, die gute Fee. Okay. Und willst du wissen, was ich will? Was willst du? Ich habe dich auserwählt, die Prinzessin zu befreien. Wieso redest du so komisch? Ich komme von dem Ostblock, von weiter vorn. Okay.
Und, kann ich dir irgendwie helfen? Du bist auserkoren, als Prinz, um die Prinzessin zu befreien. Wow. Du musst aber drei Aufgaben erfüllen. Nämlich? Aufgabe Nummer eins, sage ich dir jetzt. Sie bedeutet, dass du in die Eiswasser der Untiefen von der grünen Herz Österreich springen musst. Es ist so kalt. Das ist egal. Das ist egal. Aber ich kann nicht. Wenn du nicht machst, wird Prinzessin sterben. Wer ist Prinzessin überhaupt? Prinzessin Gindarella. Shit, Gin ist in Gefahr. Ich würde dort echt ins kalte Wasser hupfen. Und wo ist sie jetzt da? Wurscht. Was? Jesus Christ. Hallo. Hallo. Ich bin ins Wasser gekupft. Hast du das zufällig mitgekriegt oder warst du weg? Ich habe es gesehen. Schwimmnixe Kylie hat es mitgeschaut. Und deshalb erwartet dich jetzt sportliche russische Aufgabe. Muss ich nur mehr ins Wasser hupfen? Nein. Deine Aufgabe ist es, dass du ein Rad schlagst. Okay, und wo krieg ich jetzt der Vorrat her? Du musst ein Rad machen, mit deinem Körper turnen. Also, okay. Rad geschlagen. Danke. Ich hätte das nicht geglaubt. Und auch nicht Karalinda. Wow. Aber ich bin echt der Prinz. Um wirklich wahre Prinz zu sein, musst du die letzte Aufgabe erfüllen. Ich bin nur immer so irritiert von dem Akzent. Das ist leider wie es ist. Siehst du die 80er Jahre Turnkleidung? Jo. Damit kommst du überall rein. Darum geht nicht. Du bist gut. Wichtig ist jetzt, dass die letzte Aufgabe der böse Froschkönig dir stellt. Ah, Aufgabe nur. Echt? Du hast eine letzte Chance. Das wird ein Rätsel sein. Geh zum Froschkönig. Und lasse dir das Rätsel stellen. Weißt du, kann ich das auf Maps irgendwo reingeben, wo die ist, oder? Froschkönig sitzt in dem Hinterstiel. Okay. Da bin ich. Wo? Da. Ach, da. Mann, du bist der Verlierer. Ich bin der Leab. Ich bin der Froschkönig. Okay. Und ich weiß, wo die Cinderella ist. Wo ist die Cinderella? Ja, du hast ein Rätsel zum Lesen. Und das wäre? Es ist folgendes. Und du hast 30 Sekunden Zeit zum Lesen. Sonst wird die Cinderella mehr rote. Okay. Also, was kommt einmal in der Minute? Zweimal im Moment. Aber nie im ganzen Jahr vor. Boah, das ist jetzt schwer. Kannst du das nur mehr sagen, bitte? Was kommt einmal in der Minute, zweimal im Moment, aber nie im ganzen Jahr vor? Die Zeit rennt. Das ist aber irgend so was, was das, so was.
So eine Antwort, mit denen kann er rechnen, gell, wahrscheinlich. Ich sag nichts. Die Zeit läuft gleich. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Cinderella wird sterben. Moment. Okay, sie wird noch einmal da. Shit. Ja, ich hab's. Ich hab's. Was ist das jetzt? Der Buchstabe M. Du hast leider recht. Scheiße, und ich wollte, dass ich mein alter werde. Ich hab schon eine Eibude gemacht. Ich bin ein Prinz. Naja, mehr oder weniger. Na gut, die Cinderella ist hinten im Wald. Ein paar müssen wir abbunden. Du kannst aber machen. Oh, danke. Hey, ich wünsch dir noch was, gell? Servus, du. Du bist echt lieb. Ja, du nicht, und tschüss. Danke. Schini? Ich hallo. Ich hab die ausgerissen. Du hast... ausgelöst. Hast du es geschafft? Du hast geschafft, hat, ja. Hat der böse Frosch König, hast du das Rätsel lösen können? Ja, der war eh so lieb, nicht klar. Bist du so gescheit? Ja, klar. Bist du ein Opfer, das hätte ich nicht gedacht. Jetzt nicht doch, dass ich die auslesen kann. Nein. Warte, ich hab schon gedacht, ich muss mit dem Frosch zusammen sein. Ich hüfte schnell. Ich bin ein echter Prinz. Ja, das ist lieblos, gell? Ja, ist es nicht schön? Ja, es geht. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie wir. Ich hoffe, euch hat der Märchen-Geburtstags-Steirer-Special-Vlog gefallen. Er hat zwar. Es war jetzt zwar nicht so, dass ihr einen gewohnten Weekend-Vlog am Montag gekriegt habt, aber ich sag's euch, es war einfach schwer in der Steiermark. Wir haben richtig viel entspannen können. Ja, das war so gut. Und Family Time, ich glaube. Das ist so, sei uns entschuldigt, dass wir in der Steiermark ein bisschen nachlässig waren. Aber viel Spaß bei unseren nächsten Vlogs, die dann wieder regelmäßig stattfinden. Schönen Tag noch. Vielen Dank. Und so lebten sie glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende.